Vom 13. bis zum 19. Oktober fand in Orjavčík in den Karpaten das Jugendprojekt Deutsch mit Wandern statt. Eine ganze Woche verbrachten die Teilnehmenden in den Bergen und verknüpften informative Ausflüge in die Natur mit intensivem Deutschunterricht. Das Projekt wurde von einer Trainerin der Organisation PLAST begleitet, die den Jugendlichen Interessantes über den richtigen Umgang mit der Natur, über die Berge und das Überleben in der Wildnis beigebracht hat. Sie haben gelernt, Zelte aufzubauen, Feuer zu machen und es zu nutzen und im Notfall erste Hilfe zu leisten. Die Ausflüge in die Natur wurden von ausgezeichnetem Wetter begleitet und haben den Teilnehmenden sehr viel Spaß gemacht. Jeden Tag steigen wir in die Berge ein und da, also dort lernen wir ganz also wichtige Informationen, die ich davor nicht wusste. Jetzt also können wir selber ein Feuer ohne Fahrzeug machen oder ein Zelt bauen, erste Hilfe geben. Also wir haben ganz viele wichtige Informationen gelernt. Was auch wichtig für mich ist, dass es ein Deutschsprachassistent auch mit uns immer die Zeit verbringt. Also wir spielen auch zusammen, wir reden über alle Themen. В первую половину дня ребята поднимались в горы, где тренер из организации PLAST рассказывала им, как правильно подниматься в горы, как оказывать первую медицинскую помощь, как раскладывать палатки, разжигать огонь и так дальше. Во второй половине дня участники проекта изучали немецкий язык более чем 3 часа в день, и затем уже вечером мы с ребятами работали по методике тимбилдинга. Am Nachmittag haben sich die Teilnehmenden dem Deutschunterricht gewidmet. Im sehr interaktiven Sprachunterricht wurden noch einmal die Themen Wald, Natur und Überleben bearbeitet. Mit verschiedensten anderen Themen ist so ein abwechslungsreicher und interessanter Sprachunterricht entstanden, bei dem die Teilnehmenden viel Spaß beim Lernen hatten. Den Höhepunkt bildeten die Theaterstücke, die am Ende des Projekts von den beiden Gruppen aufgeführt wurden. Die Abendgestaltung war auch immer sehr abwechslungsreich. Nach der Teambuilding-Technik wurden verschiedene Spiele und Wettkämpfe veranstaltet oder man hat sich gemeinsam deutsche Kurzfilme angeschaut und sich darüber unterhalten. Früher habe ich an solchen Projekten wie Deutsch mit Wandern als Teilnehmer teilgenommen und das war super, super toll. Und dieses Mal hatte ich Möglichkeit, von einer ganz anderen Seite das zu erleben. Und zwar, ich habe Deutsch unterrichtet und das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe Glück gehabt, meine Studenten, die in meiner Gruppe waren, haben ganz gut zusammengearbeitet und das Ganze war wirklich Spaß. Und für mich dieses Projekt ist auch besonders, weil vorher habe ich mehr von der Tour etwas genommen, neue Erfahrungen gehabt und so weiter. Und dieses Mal konnte ich das zurückgeben, das, was ich bekommen habe. Das finde ich ganz toll. Begleitet wurde das Projekt auch von einem deutschen Muttersprachler, der die Teilnehmenden auch außerhalb des Unterrichts zum Deutschsprechen motiviert hat. Мне в первую очередь был интересен этот проект тем, что здесь было в описании написано, что он будет проводиться в Карпатских горах. И второе, что будет человек-носитель языка. Меня это очень заинтересовало. Я считаю, что такие проекты должны быть существовать, ну хотя бы раз в год. Для того, чтобы разные поколения, ребята, которые уже подрастают, которые сейчас маленькие, могли бы тоже иметь такой опыт, как вот, который есть у нас сейчас. Для меня этот проект был особенным тем, что здесь был носитель языка. В первую очередь я приехала для того, чтобы изучить немецкий язык. Я учусь на немецкой филологии. Очень круто, что был Юнас, он помогал и всегда исправлял, если нужно. Okay, also ich denke, es ist eine super Gelegenheit, hier rauszugehen und gleichzeitig Deutsch zu lernen. Weil in der Stadt ist es immer laut und voll und viel los und hier in der wunderschönen Natur kommt man zur Ruhe und kann sich wirklich auch konzentrieren auf das Lernen der Sprache und auch auf das Entdecken der Natur. Also wir haben hier viel gelernt über das Überleben in der Wildnis und was man alles über die Berge und die Natur und den Wald wissen muss. Organisiert und koordiniert wurde das Projekt vom gesamtukrainischen Verband Deutsche Jugend in der Ukraine unter der Leitung von Diana Liebert. Insgesamt hat das Projekt allen Spaß gemacht. Die Teilnehmenden haben die Natur genossen, fleißig Deutsch gelernt und dabei eine sehr gute Zeit gehabt.